So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Wieder ein Blackie erklärt, wieder Mitte des Monats. Und wie versprochen und wie angekündigt, ich habe eine Frage bekommen zu, ey Blackie, erzähl mal was über Proxys. Und da kann ich sagen, oh boy, habe ich Erfahrung mit Proxys. Ich spiele das Spiel jetzt schon sehr, sehr lange und ich habe sehr, sehr viele Communities gesehen. Ich habe sehr, sehr viele Freunde durch Magic gefunden. Ich habe sehr viele Freunde verloren, als sie mit Magic aufgehört haben. Und in jeder Spielgruppe kommt irgendwann die Frage, ey, kann ich das nicht proxen? Das hier ist ein kleiner Einschnitt, weil ich es vergessen habe. Ich rede in diesem ganzen Video erstmal nur um gedruckte Proxys auf Papier, die ich vor Karten schiebe in Hüllen. Mit Edelproxys und Ähnlichem, das kommt dann gegen Ende. Ich werde das hier in zwei Sachen aufteilen, in zwei Teile aufteilen. Einmal die positiven Aspekte und einmal die negativen Aspekte. Ich werde dann am Ende eine Conclusion machen darüber, wie ich das selber finde und was meine Meinung wirklich dazu ist. Plus noch ein kleiner Twist, den Leute wahrscheinlich nicht gerne sehen werden. Also, ich fange mit dem Guten an, wie man das immer tut. Man fängt erst mal mit dem Guten an, bevor man dann richtig reinschlägt. Also, wir haben die Pay-to-Win-Option in Magic, die wir durch Proxys ausschalten. Wir haben eine Menge starke Karten, die von einer Menge Leute gespielt werden, weil sie eben so stark sind. Dadurch sind sie seltener und dadurch können Leute mit weniger Income, beziehungsweise teilweise gar keinem Income, weil das Spiel ist ja auch für Schüler und Ähnliches, können sich diese Karten dann überhaupt nicht leisten. Aber natürlich ist es eine fiese Experience, also eine fiese Erfahrung, wenn man wirklich an einem Turnier teilnimmt oder an einem Friday Night Magic, was ja wirklich eigentlich ein Casual Event, ein Regular Event, Entschuldigung, aber eigentlich so ein casual-freundliches Event sein soll. Und man wird einfach überfahren, weil einfach irgendjemand anfängt und ein absolutes Tier 1 Combo Deck mit Turn 1 Wins oder einfach mal Tron after Tron after Tron sieht. Es macht das Spiel skill-baseder, wenn man Proxys erlaubt. Ich möchte gegen den Spieler spielen. Ich möchte sehen, was dieser Spieler kann. Nicht, wie viel dieser Spieler bereit ist zu bezahlen. Ich kenne eine Menge Leute, die extrem teure Karten haben, die damit aber nicht so gut umgehen können. Im Vergleich zu ein paar Leuten, die ich kenne, die nicht viel Geld haben, deshalb meistens eher Low-Based Decks bzw. Casual Decks bzw. günstigere Decks spielen, die aber vom Skill-Base her easy oben mithalten könnten. Diese Problematik wird einfach rausgenommen und das ist ein sehr großer Aspekt in den Proxys. Des Weiteren ist der Zugang in Formaten besser. Ich meine, ich persönlich jetzt als Legacy-Spieler, das macht natürlich Sinn, wenn die Leute Duels, Force of Wills oder auch andere Reserve-Disc-Karten proxen dürfen, dass sie dann eben mit mir mitspielen können, statt dass sie erstmal hingehen und 4000 Euro in die Hand nehmen, nur damit sie überhaupt mit mir spielen können. Gerade bei den Eternal-Turnierformaten wie Legacy und Modern ist das ein ganz, ganz großer Fakt, weil auch Modern-Decks sind mittlerweile nicht mehr so günstig, wie sie mal waren. Wo wir gerade bei Turnieren sind, es ist wirklich auch ziemlich cool, wir haben so eine Batterie. Hier, das ist unsere kleine Batterie, wir haben dasselbe nochmal in größer, also haben wir insgesamt von diesen Schubladen 6 Stück, also 6 Reihen. Das sind alles Proxy-Decks. Aber die sind hauptsächlich dafür da, damit wir uns auf Turniere vorbereiten können. Man kann nicht erwarten, dass in der Spielgruppe alle Turnierdecks vorhanden sind. Besonders nicht in einem Format wie Legacy oder auch Modern, wo es einfach darum geht, dass sehr viel Diversität in dem Format drin ist und sehr viele verschiedene Decks eben oben mitspielen können. Gerade dafür finde ich Proxys unglaublich gut, einfach nur um diesen Spielmechanismus des Decks zu verstehen oder auch manchmal hinter das Deck zu kommen. Ganz oft wird man einfach ein besserer Spieler, gerade im Turnierbereich, wenn man die Gegnerdecks besser kennt und mit ihnen am besten schon selber gespielt hat, um zu wissen, was kann dieses Deck, welche Karten hat es jetzt wahrscheinlich auf der Hand und Ähnliches. Wenn man immer nur sein eigenes Deck spielt, sieht man immer nur eine Wand. Man weiß gar nicht, wie die anderen Decks funktionieren, was die Schwachstellen sind und wo die anderen Decks drumherum spielen müssen. Das löst sich durch diese Proxy-Sache. Wenn ich jetzt mal weg von den Turnieren gehe und schaue mir zum Beispiel Commander an. Ein Commander-Spieler braucht wie viele Solringe? Ein. Ein Commander-Spieler braucht wie viele Mana-Crypts? Eine. Ein Commander-Spieler braucht wie viele... Ich weiß gar nicht, was im Commander noch gespielt wird. So oder so, ihr braucht die Karten nur einmal. Wie viele Solringe hat ein Commander? Mindestens 10. Also ein Commander-Spieler. Einfach aus dem Grund heraus, dass er mindestens 10 Commander-Decks hat. Und jedes neue Commander-Deck braucht wieder einen Solring. Will ich für jedes neue Commander-Deck eine Mana-Crypt kaufen? Nein, will ich nicht. Ist es
okay für die meisten Casual Commander oder auch normalen Commander-Spieler, wenn ich sage, hier, ich habe die Originalkarte, ich benutze in diesem Deck aber einen Proxy. Ja. Ich habe ganz, ganz selten gesagt bekommen, nee, du musst immer nur Originalkarten spielen, du musst jetzt diese Karte spielen. Ich weiß, du hast alle Duels, aber dieses Duel musst du jetzt auch in Original spielen. Das passiert eher selten. Viele Commander-Spieler verstehen das nämlich auch und sind auf derselben Wellenlänge, was das angeht, dass man nicht 5 bis 10 Mana-Crypts braucht. Und das Große, was ich bei den Proxys einfach vorteilhaft finde, und das ist etwas, was viele Leute vergessen, und dazu kommen wir dann auch gleich bei den negativen Sachen. Proxys bedeutet Testing without Cost. Für mich sind Proxys hauptsächlich dafür da, um Kosten zu minimieren natürlich, weil Magic ist ein relativ teures Hobby. Aber es geht nicht darum, die Kosten zu ersetzen, sondern es geht darum zu testen. Hey, will ich diese Karte spielen? Macht das überhaupt Sinn? Soll ich jetzt 100 Euro in die Hand nehmen, eine Karte kaufen und dann merken, die ist ja kacke? Und die dann wieder für 100 Euro verkaufen, wo ich dann den Versand bezahlt habe und nochmal MKM, wenn ich sie bei MKM verkaufe, nochmal Geld in den Rachen schmeiße. Nee, möchte ich nicht. Das sind auch kleinere Kosten, die man einspart. So, und dann kommen wir direkt zu den Negativen. Negativ an Proxys, ganz, ganz oben, es ist eine Entwertung des Spiels. Vor allem eine Entwertung des Sammelkartenspiels. In einem Sammelkartenspiel geht es ja eben genau darum, dass man eben bestimmte Karten sammelt, bestimmte Karten bekommt und andere eben nicht. Wir leben leider in einer Generation, einer Gesellschaft, wo man sagt, oh, ich bin genauso viel wert wie du und ich muss genau dasselbe haben wie du. Das sehe ich halt völlig anders. Da bin ich der Meinung, dass jeder das bekommt, was er verdient und nicht das, was ihm zusteht. Und diese Entwertung des Spiels und diese Entwertung des Sammelwertes und des Sammelspielens ist oftmals ein Problem für viele. Und das sehe ich ähnlich. Ich möchte persönlich mit echten Karten spielen. Für mich ist das vollkommen okay, dass ich eine Zeit lang mit Schockländern gespielt habe, weil ich mir keine Duels leisten konnte. Natürlich verliere ich damit gegen mehr Decks. Ich verliere damit einfach Prozente auf Turnieren oder ähnliches. Ich werde niemals nur mit Schockländern, zum Beispiel in einem Storm-Deck, oben weit mitspielen können, weil das fast unmöglich ist, das damit zu spielen, weil das viel zu langsam ist. Aber damit muss ich dann leben. Und ich gehe nicht hin und sage, ey, ich verdiene es, aber weiter oben zu sein mit Duels. Das ist auf einem Turnier was völlig anderes. Deswegen, wie gerade eben schon gesagt, gut daran ist das ganze Testing, das Zuhause-Spielen, das Casual-Spiele. In einem großen Turnier-Environment würde ich niemals Proxys erlauben. Wenn ihr unter Freunden ein kleines Turnier macht oder ähnliches, haben wir hier auch schon Proxys erlaubt. Das ist gar kein Problem, finde ich. Aber auf großen Turnieren, gerade wenn dann Leute von außerhalb kommen, kann das ganz schnell zu Problemen führen. Denn ein weiteres Problem, was damit automatisch passiert, ist, ich habe keinen Respekt mehr vor den Karten. Ich habe keinen Respekt mehr vor den Decks. Ich sehe ein Deck und denke mir, Drucker an, das spiele ich heute. Und dann gehe ich auf ein großes Turnier und sage, Drucker an, das spiele ich heute. Und dann sitzt man da und man weiß gar nicht, was das Deck tut. Das haben wir auch schon erlebt. Das haben wir auch auf mittelgroßen Turnieren erlebt, wo Leute sich dann Decks geliehen haben. Wir haben das aber schon bei unseren kleinen privaten Turnieren erlebt, wo Leute einfach ankamen, noch mit der Schere und einem Zettel in der Hand und sagten, ich möchte jetzt gleich das Deck spielen. Weißt du überhaupt, was das Deck tut? Nö, ich werde es dann rausfinden. Das ist erstmal kein Problem, zumindest nicht für den Spieler, weil der Spieler irgendwie was Cooles spielen möchte und was Innovatives haben möchte und so weiter. Das Problem entsteht für den Gegner. Wenn ich gegen jemanden spiele, der sein Deck nicht kennt und sein Deck nicht versteht, dann habe ich persönlich ein Problem damit. Und zwar ein ziemlich großes. Ich möchte ja meinen Skill mit dem Skill meines Gegners messen auf Turnieren. Wenn der Gegner sein Deck nicht versteht und wir nur voreinander sitzen und der eine nur am Rumblödeln ist, während der andere nur die ganze Zeit da hängt und denkt sich, was tust du, warum hörst du nicht einfach auf und gehst, dann ist das kein schönes Environment für keinen von beiden, weil der andere wird das merken. Und deshalb sage ich, selbst wenn ihr geproxte Decks spielt, geproxte Karten spielt, informiert euch. Es ist so wichtig zu wissen, warum sind die Karten gut? Warum muss diese Karte in diesem Deck Commander gespielt werden? Selbst wenn ein Freund ankommt und sagt, hier in deinem Commander-Deck, du musst unbedingt diese Karte spielen, die ist sau stark, aber auch sau teuer. Dann geht ihr nicht hin und sagt, den drucke ich mir. Sondern ihr sagt, okay, ich gucke mir mal die Karte an, verstehe diese Karte in meinem Deck, ist die denn wirklich gut? Und dann kann ich sie in meinem Deck testen mit Proxys. Und dann kann ich sie mir vielleicht zulegen. Weil diese Feel Bad Moments, die man dann hat, wenn man mit Leuten spielt, die ihr Deck nicht verstehen, ihre Karten nicht kennen, die sind hart. Das tut weh.
Das ist vollkommen okay. Wie gesagt, wenn man am Casual-Tisch ist, wenn man bei Turnieren ist, ist das überhaupt nicht cool. Auch für dieses Feel-Bad-Moment. Dann nochmal darüber hinaus, wenn dieser Spieler, der sein Deck nicht versteht, der seine Karten nicht kennt, aus irgendwelchen Quatschgründen auch noch gewinnt, das bestärkt den Spieler darin, oh, das ist ein cooles Deck, ja, kann ich machen. Aber er lernt nicht, dass er gerade einfach nur Glück hatte oder das Deck halt halbwegs für sich selber gespielt hat. Der Spieler selber hat nichts davon. Nur der Gegner, der dann da hängt und sagt, oh, Alter, das ist mein cooles Deck, das habe ich mir zusammengestellt, das spiele ich liebend gerne. Und dann kommt jemand daher und sagt, Drucker, go! Und versteht sein Deck nicht und gewinnt trotzdem. Das ist ein Feel-Bad-Moment. Der darf nicht entstehen. Und deswegen sage ich, für Turniere nein, für Testing ja. Um es dauerhaft im Casual zu spielen, bei Commandern oder Ähnlichem, auch nein. Es ist übertrieben für Commander hinzugehen und in jedem seinem Deck eine Mana Vault oder Duels zu spielen, obwohl man keine besitzt. Das führt nur zu einem Power Creep. Weil wenn ich anfange mit Duels in meiner Community zu spielen, ja, auch wenn ich keine besitze, und das anderen vormache, dass mein Deck damit eben stärker wird, dann machen andere das auch. Damit habe ich einen Power Creep in meinem Casual-Format. Es ist nicht so, dass ich das nicht vielleicht auch schon erlebt habe und deshalb auch aus Erfahrung spreche. Tut das nicht. Setzt euch Grenzen. Gerade wenn es um diese Casual-Bereiche geht, auch wenn es um Commander geht oder ähnliches. Ob es ist, ihr dürft keine Karte proxen, die mehr als 20 Euro kostet. Oder es ist, ihr dürft nur Karten proxen, die ihr auch besitzt. Irgendwas an Grenzen, egal was, hilft. Hilft ungemein. Für Turnierdecks oder ähnliches ist es ja sowieso ein bisschen schwieriger, dann auch Leute zu finden, die noch mit einem spielen möchten, wenn man Proxy spielt. Aber auch da lasst die Leute nicht im Stich. Spielt mit den Leuten, zeigt ihnen, wie gut die Karten sind und dass es sich lohnt, diese Karten zu kaufen. Und wenn man im 60-Karten-Casual spielt, das noch jemand bleibt, dann ist es auf jeden Fall sehr interessant, dass man mit diesen Proxys eben Dinge testen kann, bevor man sie sich kauft. Wenn ihr in einem Format wie Modern oder ähnliches spielt oder auch Legacy, baut euch so eine Batterie, baut euch einfach, ihr nehmt eine Menge alte Sleeves in die Hand, druckt euch ein paar Decks aus und spielt mit den Decks, aber nicht durcheinander, sondern ihr nehmt dann ein Deck und sagt, ich habe hier einen Nick Fit und das spiele ich jetzt, bis ich das Deck verstanden habe. Dann tue ich das beiseite und dann spiele ich ein anderes Deck. So lange, bis ich ein Deck gefunden habe, was mir Spaß macht. Weil auch das ist ein Problem. Oftmals sind Spaß an Decks immer nur so ein Flow, sage ich mal. Man fängt mit einem Deck an, es macht einem mega Spaß und zwei Wochen später merkt man, habe ich das Deck schon durchgespielt. Ist langweilig. Das fördern Proxys tatsächlich. Es ist wesentlich schwieriger, wenn man eine Originalkartliste spielt, also 75 Originalkarten spielt, ist es schwerer, ein zweites Deck binnen einer Woche aufzubauen, statt einfach nur Drucker Go zu sagen. Weil dieses Drucker Go ist tatsächlich der Punkt, dass die Leute immer mehr kleinere Decks spielen, immer mehr verschiedene Decks spielen. Sobald sie einmal mit dem Deck gewonnen oder verloren haben, ist das vorbei, dann ist das Deck beiseite geräumt, scheiß drauf, nehmen wir das nächste. Und dadurch verlieren sie wieder dieses Wissen in das Deck und informieren sich nicht mehr über das Deck. Und ihr seht, meine negativen Aspekte berufen sich auf zwei, drei Sachen. Lernt die Karten, und das könnt ihr nur mit Karten, nicht mit Proxys. Ihr habt das Problem, dass Spieler einen Feel-Bad-Moment haben, was nicht passieren darf. Und es ist ein Power-Creep bzw. eine Entwertung von den Karten, was für viele Leute auch einfach ein Grund sein kann, eure Spielgruppe zu verlassen. Wir hatten 4, 5 Leute, als bei uns dieser Power-Creep, dieser Einstieg ins Legacy angefangen hat, die einfach gesagt haben, ohne mich. Und das ist vollkommen okay, dass diese Leute das gesagt haben, weil es war für sie einfach nichts. Nachdem ich jetzt die Vorteile und Nachteile aufgezählt habe, kommen wir jetzt zu einem leidigen Thema. Und da werden ganz, ganz viele Leute wahrscheinlich ganz, ganz wütend werden in den Kommentaren. Weil ein Proxy ist für mich das hier. Ich habe eine Karte, ich habe ein Stück Papier und eine Karte drunter. Das ist für mich ein Proxy. Diese sogenannten Edelproxys sind Fakes. Ihr könnt die noch so sehr Proxys nennen, wie ihr wollt. Es sind Fälschungen von Magic-Karten. Das muss euch bewusst sein, dieses Herabspielen mit, es sind ja nur Edelproxys, ist nicht richtig. Es sind und bleiben Fakes. Werdet euch dem bewusst und sagt das auch. Ich versuche hier einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Nicht hinzugehen und sagen, ja, ich spiele halt mit Proxys. Nein, ihr spielt mit Fakes in dem Moment. Und das ist ein großer Unterschied. Proxys sind für mich
Schnell gemachte Karten, die ich mal ausdrucke, um die zu testen. Ein Fake ist eine Karte, die ich mir im Internet bestelle, weil ich eine günstige Version einer echten Karte haben möchte. Ein Proxy, wie das Stück Papier, werdet ihr irgendwann austauschen. Wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, an dem ihr einen Fake benutzt, werdet ihr ihn nicht mehr austauschen. Und irgendwann wird er normal für euch sein. Das ist nicht gut. Das ist wie Leute, die eine Rolex haben wollen, sich eine Billig-Rolex-Fälschung kaufen und sagen, oh, es ist halt, ist eine Proxy-Uhr, ist eine Proxy-Uhr. Nein, es ist eine Fälschung. Passt dort auf euch auf. Passt aber auch auf eure Spielgruppe auf. Ganz viele Leute gehen dann hin und kaufen sich einfach Fakes über China, so einen ganzen Pack Duels, pst, gib ihm. Der Power Creep, den ihr davon haben werdet, ist immens. Wenn ihr Karten benutzt, die einfach nur ein Fake sind und eben kein Proxy oder eine Adaptation oder ähnliches, dann wird das eurer Spielgruppe nicht gut tun. Das ist in dem Moment nur eine Warnung aus Erfahrung. Und ich versuche hier auch, euch meine Meinung zu erklären und euch Dinge auf den Weg zu geben, die ich in meinen, ja, jetzt mittlerweile 15 Jahren Magic gelernt habe. Die möchte ich an euch weitergeben. Wie gesagt, zusammenfassend, ich rede von gut gemachten Proxys, die gedruckt sind, in Farbe, mit einem Artwork, was jeder erkennt, welche dann vor eine Karte gesetzt werden. Das zu machen, um Karten zu testen, um in ein Format reinzuschnuppern, um einfach mal zu schauen, wie die Karte ist, oder auch um zu schauen, ob das Deck einem überhaupt gefällt, ist vollkommen okay. Ist etwas, was ich persönlich sogar bevorzuge und auch encourage. Weil ich möchte nicht sagen müssen, ah nee, du hast keine 2000 Euro ausgegeben, gegen die spiele ich keine Runde Modern. Das möchte ich nicht, auf keinen Fall. Aber seid euch bewusst, dass Proxys dazu führen können, dass Spielergruppen kaputt gehen. Und ihr müsst mit der Spielergruppe aufpassen, ihr müsst euch Grenzen setzen, damit ihr damit irgendwie weiterkommt. Ansonsten zerbricht eure Gruppe meistens am Power Creep. Es werden natürlich ein paar überleben, es werden auch ein paar dabei sein, die dann anfangen, die realen Karten zu kaufen, die dann eben diese Feel Bad Moments bekommen. Und auch das kann dann wieder zum Problem führen. Und passt auf vor der Versuchung der Fälschung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir das ja mit Daumen hoch, Daumen runter mit euren Bewertungen einfach zeigen. Ihr könnt gerne in den Kommentaren diskutieren, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr andere Meinung seid. Natürlich liebend gerne, seid lieb, seid nett. Ich habe da in letzter Zeit auch ein bisschen Probleme mit, dass da ein paar Leute eben ein bisschen über die Stränge schlagen und nicht genau wissen, wo ihre Grenzen sind. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt für andere Videos, schreibt die gerne drunter. Ich werde immer mal wieder so ein paar Sachen aufgreifen, werde dazu Videos machen, weil ich mache diese Videos ja nicht für mich. Ich stelle mich hier ungern vor die Kamera und rede einfach nur für mich selber über ein Thema, was mich irgendwie gerade interessiert. Dafür gibt es genug YouTuber. Ich möchte euch meine Meinung beibringen. Ich möchte euch erklären, warum ich Dinge wie sehe. Und wie schon angemerkt wurde, mache ich das relativ offen und ehrlich über meine Meinung, Probleme auch mit meiner Meinung und ähnliches. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.